willkommen und seid gegrüßt, Freunde der Freiheit, bezüglich der Sklaven von der letzten Folge. Gucken wir mal, nee, das dürfte jetzt eine erfüllte Mission sein, da steht's auch schon, Rettung der Sklaven. Ich habe alle nach Haram gebracht und Haram bedankte sich bei mir, dass ich so uneigennützig gehandelt habe. Schön, gucken wir mal auf die Geschichten hier. Küstenwache. Saids Nomaden würden gerne wieder eine... Ach ja, richtig. Genau, richtig. Patara. Ich soll also gegen die Assassinen und Korsaren in Patara kämpfen. Ich denke mal, dass ich diese Assassinen beseitigen kann, ohne große Probleme in den anderen Städten zu bekommen. Aber darauf achten, dass der Herr Dingsbooms da... Wie heißt er gleich nochmal? Ich habe das noch hinten im Kopf. Dass Abdul mich nicht vorher vor Gericht stellt. In diesem Fall wird sich dann meine Tat in ganz Verrand herumsprechen. Tja, ich habe ja jetzt mir noch einen Stichpunkt gemacht. Und zwar werde ich mal... Nee, stopp, um Himmels Willen, bevor ich zu Uga, nach Uga oder sowas hinfetze. Nee, da darf ich ja auch mich nicht um... Oh, sorry. Ich bin ein bisschen durcheinander. Okay, gehen wir erstmal ein bisschen weg, ziehen uns dann um und dann flashen wir uns nach Uga. So, oh, da hinten ist auch noch ein Nomade, der könnte eventuell auch noch irgendwie, wenn ich mich umziehe, aggressormäßig drauf sein. Ja, danke fürs Rendern. Ja, ich habe vergessen, na, doch geht. Gut, dann erstmal hier die verstärkte Assassinenrüstung. Da ist sie, haben wir jetzt angezogen. Auf nach Uga. Immer warten, bis alles da ist. Ne? Warten. Da kann ich ja in der Geschichte erzählen, was ich in Uga jetzt vorhabe. Und zwar hätte ich ganz gerne eine Audienz bei Tartaron. Da gab es nämlich auch einen Eintrag. Und sollen wir mal gucken, wo der Tartaron ist. Der Tartarone. Tartaron. Tartaron war, Moment, der war doch, ja, ich weiß wo, ich muss erstmal hier durch. Na, wo willst du denn hin, Chambok? Okay. Hier unten war ich noch gar nicht, ich habe ja Schlüssel geklaut wohl. Auch, ah, Truhen. Gucken wir mal. Dann schauen wir doch mal, was wir machen können, aha. Was haben wir denn da? 5 Extrakt der Heilung. Mana-Extrakt und Laborwasserflaschen. Die nehmen wir doch gerne an. Sim, sim, sim. So, kommt keiner rein. Nein, gut, es kommt keiner rein. Dann machen wir die Truhe auch nochmal. Okay. Das war aber... eine lange Kombi und die hat ein Lederbeutel mit 1000 Jolt. Reiche Beute, ja, da war was. Unter einem Haus von, da hatten wir doch, da muss ich mal eben ins Logbuch gucken. Und zwar in erfüllte Missionen, reiche Beute. Von dem Dieb Aramis aus Uga erhielt ich folgenden Tipp. In den Kellerräumen des Magiers Tartaron. Der reichen Händler sollen sich verschiedene Kostbarkeiten befinden. Ich müsste nur sehen, wie ich ungesehen in diese gelangen kann. Ich habe das Händlergold von Uga. Auweia, das heißt, ich befinde mich schon über Tartarons Gemach. Au, Heimatländle. So, dann mach mal die Tür wieder von außen zu. Oha. Ja, ich muss mal die Musikbox wieder anstellen und speichern. So, das heißt also, hier oben müsste er sein. Da oben. Da oben. Also Treppe hoch. War ich doch richtig, oder? Kann ich rein? Wie ist die Lage? Hey, was kannst du mir mit Zahl für Aschstadt sagen? Wer hat hier das Kommando? Oh, hey. Hey, lass mich in Ruhe. Okay, keine. So, du bist also hier. Das ist doch Tata. Nein. Joachim. Sharon, na, die schlafen da alle. So Mist. Ich dachte, wäre das... Gucken, geht das vielleicht noch weiter rum? Ja, hier ist ja der
Franco. Ah, vielleicht sollte ich selber mal eine Runde schlafen, um zu gucken, ob das irgendwie besser geht. Das ist doch irgendwie doch was völlig Falsches. Ah, hier. Nein, das ist auch wieder Weine und Kohlen oder was? Aus hier. Ja, okay. Ja. Mann. Ja, das ist... Na, oder? Hier war da doch gesessen. Ja, das müsste das Gemach von Tartaron sein. Also das hier mit dem großen, schönen Vorsegel. Das heißt, ich müsste mal eine Runde schlafen. Das machen wir auch mal wieder ganz easy und perfekt. Und zwar mit dem Ziegensack hier. Ich bin schon gespannt. So, bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. So. Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen ausruhen. Wunderbar. So, dann gucken wir. Lass uns mal hoffen, dass der Tartaron irgendwie schon da reingefunden hat. Da ist er. Tartaron. Da gucke ich nochmal gleich erstmal und werde mir das aufschreiben auf meine Landkarte. Hallo Tartaron, es wäre fast unmöglich, seine Schlüssel zu stehlen. Audienz bei Tartaron. Die habe ich ja direkt noch nicht einholen können, weil ich das Gefühl habe, dass ich erst zu Torres muss. Das ist doch wohl richtig, oder? Gucken wir mal, wo Torres ist. Torres ist auf der Nummer 14 und der müsste sich hier ums Eck befinden. Torres. Nochmal gucken. Nee, der ist weiter oben. Ja. Das heißt also, ich muss eigentlich hier geradeaus. Naja, gucken wir mal. Wo ist Torres? Falsche Seite, andere Seite. Ach ja. Ja, natürlich. Hier ist er, hier muss er sein. Da ist Torres, ja logisch. Ach ja. Wie ist mein Ruf in Uga? Ich glaube. Wie ist mein Ruf in Uga? Nun, mal sehen. Iskara sagt, dass du tüchtig und zuverlässig bist. Du hast den Löwenjäger Tabor bewegen können, schon bald nach Uga zurückzukehren. Damit hast du dir das Wohlwollen der reichsten Händler der Stadt erworben. Du hast für Bahal einen neuen Aufseher gefunden. Er muss zwar diesen gut bezahlen, aber trotzdem ist er dir sehr dankbar, dass du ihm geholfen hast. Bahal ist dir dankbar, dass du seine Ernte gerettet hast. Die Tomaten von seiner Plantage sind in der Tat vorzüglich. Ich bin froh, dass du dich darum gekümmert hast. Ich hatte dir den Auftrag gegeben, Verdoya unschädlich zu machen. Solange du das noch nicht gemacht hast, wird es schwierig für dich werden, mein Vertrauen zu gewinnen. Du wolltest uns das Mehl bringen. Wie lange soll ich noch darauf warten? Die meisten Bewohner sind noch skeptisch. Sie trauen dir nicht. Du wirst zwar schon von einigen Männern respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Tja. Das mit dem Mehl, das hat ja leider nicht geklappt, weil der Sanchez keinen Schlüssel bei sich hat und ich auch nicht da reinkomme. Da habe ich noch keine Antwort bekommen. Die Folge dürfte schon längst gelaufen sein. Ja, wer doch auch unschädlich machen, müssen wir mal gucken. Ich schaue mal, ob unser guter Bahal vielleicht eventuell ein paar Mehlsäcke wieder in seinem Inventar hat. Zeig mir deine Ware. Nö. Sieht nicht danach aus. Nope. Keine mehlenden Säcke. Das ist doof. Und hier hat sich auch nichts aufgefüllt an Tränken. Gut, auf Anraten eines aufmerksamen Lesers habe ich ja noch den Schlüssel für das unheimliche Haus. Habe ich ja. Und der Geist des Alchemisten gab mir einen Schlüssel zu den Katakomben. Mit diesem gelange ich bis zu der unterirdischen Gruft, in der sich Kallistro aufhält. Haha.
Das war Taris, der mir den Tipp gab mit dem unheimlichen Haus, dass ich da irgendwie unten war, aber den Gang noch nicht gefunden habe, wo ich eine Schlüssel reintun kann in einer Tür. Dann auch in Vino Veritas Let's Play gab mir den Tipp bei Jafar. In Uga kann man Gift herstellen lernen, wenn man ein Freund der Assassine ist. Der steht meistens im Tempel herum. Jo, den habe ich auch aufgeschrieben. Bin ich ein Freund der Assassinen? Noch nicht. So, und wo befindet sich Jafar? Genau, ganz unten in der Mitte, da an der Spitze, also genau gegenüber. Da werde ich mal da eben hinjumpen. Flutsch, das müsste er sein, aber ich glaube noch nicht, dass ich da bei ihm was lernen kann. Ende, genau richtig. Ich bin ja noch kein Freund, so wie ich es richtig vermutet habe. Ja, dann kann ich jetzt nur noch versuchen, in den Katakomben den Gang zu finden, damit ich den Schlüssel und die Geistesquest da hinkriegen kann. Jetzt muss ich mal gucken, wo war nochmal ein Zugang zu den Katakomben? Das dürfte hier bei Amat sein. Ja, das sieht gut aus. Amat, hast du noch was zu sagen? Nö, hat er nicht. So. Dann schauen wir doch mal weiter. Das heißt, irgendwo habe ich was vergessen gehabt. Irgendeine Tür in einem Gang herinnen. Und wenn ich das dann endlich gefunden habe, weiß der Geier, wie lange das dauert, dann werde ich natürlich gucken. Hat mir auch keiner geschrieben, wo das ungefähr ist. Und ich habe ja auch eine Katakombenkarte. So, hier ist ein Schalter, ist klar. Und entweder links rum, geht ja nur links rum, und dann gucke ich mal parallel zur Katakombenkarte, ob ich hier schon drin war. Ich glaube, hier oben bei der Leiter, da war ich schon. Da kann ich mich noch erinnern. Also wie schon gesagt, ich werde mich mal bemühen, was zu finden. Ach ja, hier war ja so ein Zwischenraum mit Bett und Buchkommode und Werkzeugbank mit. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Truhe, wovon ich den Schlüssel nicht habe. Ja, okay. Gibt's hier noch was Interessantes? Nein. Ich melde mich dann wegen dem Gang, ne, und dem Schlüssel. So, hier komme ich in die große, große Halle rein, ne? So hier. So, und jetzt gucke ich mal. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Kannst mir vorstellen. Ach ja, ich habe nämlich noch irgendwo eine Katakombengeschichte. Wo haben wir es denn? Festung, Katakomben, da ist es. Aha. Nee. Stopp, hier war ich noch nicht. Upsa, nicht hängen bleiben. So, vielleicht sollte ich mich vorher auch noch umziehen. Doch was Besseres anziehen als... besten so. Und dann nochmal abspeichern. Ich hoffe, dass das richtig ist, aber wieso denn unmittelbar links daneben? Ich habe natürlich immer so den Zickzack-Kurs gemacht und war der Meinung, dass hier nicht... Oh, nee, da hinten brennt auch was. Oh, weia. Das kenne ich noch nicht. Da hinten steht was. Da hinten kommt was. Und guck, was kommt denn da auf mich zu? Ja, da hinten, aha. Jedenfalls ist das so ein untoter Heinz da oder irgendwas Skelettmäßiges. Skeletor. Ja, Kaglisto, Leibwächter. Uiuiuiui, das wird spannend. Sodele, das wird natürlich auch. Dann ist hier, kann nur dieser Kaglisto-Raum sein hier, dieser verwunschene Geist des Alchemisten. Da sind noch mehrere. Ach, wieso mache ich nicht? Oh! Ja, okay. Auf jeden Fall hat einer wieder ein Mist gezogen. Und ich habe... Oh, was habe ich jetzt aber einbüßen müssen? Warte mal, warte mal, warte mal. Na! Shit. Na, ist auch kein Wunder, dass er mich so schnell alle gemacht hat. Ich hab ja kaum was zu trinken genommen hier. Der erste hat mich ja schon fix und alle gemacht. Okay, dann gehen wir nochmal runter.
Ja, wieder dieser Ring. Der Ring der Geschwindigkeit nervt mich ein bisschen und sorgt nicht gerade für Heiterkeit. So, gucken. Warten, bis was gezogen wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass der Geist da hinten... Genau, jetzt kommt einer und zieht was. Okay. Dann gehen wir wieder hier ein bisschen raus. Holen uns das Ganze ein bisschen. Da ist er wieder. Ah, stolpert über das bisschen Stein oder was? Los, Kaglisto, Leibwächter Nummer 2. Hat mich wieder einmal getroffen. Wunderbärchen, okay. Wunderbärchen. Getränk. Ein Getränk zu versuchen unter dem Namen Tomatenmagie. Was sag ich denn da? Okay, jedenfalls sowas hier. So, speichern noch. Musikbox wieder angestellt und schauen wir mal, wer denn noch alles da ist. Und das ist, oh, da ist der Kaglisto. Da sind noch 2 Leibwächter mindestens da. Jetzt muss ich leise sein und hören, ob da einer was zieht. Ja, nee, das war ich. Ui, ich kann so weit vor. Okay, da kommt der nächste. Oh, der ist gut im Verfolgen. Der ist gut im Verfolgen. Okay, der ist auch Fuji Fatschi. Oh, mal wieder uns stärken. Okay. So, da in der Mitte ist dieser Kai. Oh, der hat ja schon seine Waffe, seine Magie gezogen. mal gucken, vielleicht kann ich ja den. Alter, wie kriege ich den jetzt weg? Achso, hier liegt ja noch was. Wie kriege ich den jetzt bloß weg? Kann ich auch nur mit dem Zauber. Und dann gucken wir da nochmal, was wir denn für Zauber haben könnten. Irgendwas mit Untote vernichten, Armee der Finsternis, Todeshauch. Da habe ich nur einen, den habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Gucken wir mal, Feuerfall, kleine Geysir, Untote vernichten. Oh, das ist auch nur einer. Ah, okay, dann lege ich das mal an. Und versuche es dann damit. Gucken. So, ein bisschen näher rangehen, um Himmels Gottes Willen nicht zu nah. Da ist er. Okay, versuche ich es mal ab hier. Oh, oh. Hat sie ihn überhaupt was erwischt? Nee, überhaupt nicht. Tolle Nummer. Vielleicht geht es ja mit Böses vernichten. Man muss es alles ausprobieren. Gucken wir dann mal. Da ist er jetzt fokussiert. Das hat dem auch nichts geschadet. Okay, ich habe noch ein bisschen. Nee. Das hat dem überhaupt nichts ausgemacht. Oder hat dem was? Ihr Leute, das tut mir leid. Ich weiß nicht, was, warum der immun ist. Komm. Hä? Wo ist denn der Kaglisto? Der muss doch da irgendwo noch sein. Hat er sich jetzt verpisst oder was? Oder ist er hier? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ach, da ist er! Oh, fiese Map. So, wenn böses Vernichten nicht funktioniert, dann wird dann böses Vertreiben auch nicht funktionieren. Ja, dann versuche ich ihn mal mit Feuer zu eliminieren. Eliminieren meine ich natürlich. Vielleicht klappt das ja dann. Oh yeah. Mal gucken. Vielleicht.
Oh, das hat ein bisschen geklappt. Das hat gewirkt, so ein bisschen. So, aber einer wird noch wahrscheinlich hochkommen. Von seinen Leibwächtern da, eventuell. Oder kommt Callisto, kommt selber. Gucken. Da hängt, der hängt doch da irgendwo in der Ecke rum. Jetzt hat er sich wieder verpisst. Okay, Callisto ist noch in der Mitte. Der Leibwächter geht wieder zurück. Okay, schauen wir mal, ob Callisto sich eventuell regeneriert hat. Tatsache. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, schauen wir mal, ob der Kugelblitz was macht. Davon habe ich drei. Also einige Magier werden wahrscheinlich empfindlicher auf irgendwas sein. Ich kann das auch nur alles ausprobieren. Callisto, richtig. Callisto. So. Okay. Aha. Okay. Weiter aufgeladen. Nochmal aufladen. Nee, das Ding bringt auch nichts. Super, klasse. Kann ich auch gleich verstehen. Okay, dann haben wir noch die Armee der Finsternis als Ablenkungsmanöver. Ja, toll. Gehen die schon mal auf den los. So, Callisto muss einstecken. Meine Mumie teilt aus. Callisto schwächt so langsam ab. Und das ist er. Wir haben ihn gekriegt. Mit Elixier des Geistes. Mit nochmal Todeshauch. Oh, siehst du. Alles klar. Ja, danke dir, beschworene Moorleiche. Ach, eine beschworene Moorleiche war es. Okay. Was haben wir hier? Nur noch einen blöden Knochen. Ah, siehst du also. Ablenkung ist immer ganz gut. Was haben wir denn hier? Ein Silberkelch. Eine silberne Schatulle. Eine Silberkette. Mhm. Schöne Sache, das. Ja. Kann man dich hier öffnen? Ist hier noch was dran? Hm. Ja, Zauber ist jetzt vorüber. Ach, wer das geschrien hat, das, der ist cool. Der ist echt cool. So, was haben wir denn hier noch so alles? Eine Schatulle. Okay, hier kann man auch nichts aufmachen oder so. Nee. Dann gucken wir, was wir hier noch haben. Einen goldenen Kelch. Ah, schöne goldene Klamotten hier. Wupp. Ehrlich, dann haben wir jetzt, hätten wir die Quest eigentlich auch gelöst, ne? Fast, aber ich muss ja, glaube ich, wieder zurück zu dem lieben Geist. Wo war denn, der nochmal? Da ist nichts zu holen. Ja, ja. Dann hätten wir das jetzt auch. Jetzt müssen wir mal wieder zu diesem verlassenen Haus, weil kommen wir auch in die Katakomben unter. Das heißt, also ich guck mal auf die Karte. So, und das alte verlassene Haus war ja ganz links oben, dieser kleine Kreis. Das heißt also, ich muss von da aus die 1, 2, 3, 4, 1, 2, den dritten Gang hinein, okay. Das ist der erste. Der zweite. Und dann müsste das hier der dritte sein. Nochmal sicherheitshalber gucken. Genau, richtig. Dann geht's geradeaus weiter. Hopp weiter. Ja, stimmt. Erinnert so ein bisschen an die Sewers, also an die unterirdische Kanalisation in Gothic auf Corinnes. So bin ich denn jetzt. Oh, diese Sounds, ey. Jawohl, wir befinden uns sozusagen kurz vor ihm. Da ist er. Der Geist des Weines, hätte ich beinahe gesagt.
Du bist erlöst. Endlich erlöst. Hab mir ganz schön Zeit gelassen, was? Aber wir erlösen ihn jetzt. Du bist erlöst. Kaglistro ist tot. Ja, vor einiger Zeit merkte ich bereits, dass ich vom Fluch befreit bin. Ich danke dir. Findet deine Seele jetzt auch wirklich Ruhe? Ja, ich werde hier jetzt von allem Abschied nehmen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich diese Welt verlassen kann. Da ich dir alles zu verdanken habe, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Dieser Trank ist in der Lage, dein Mana zu erhöhen. Ich hoffe, du kannst ihn gebrauchen. Und nun lebe wohl. Vielleicht sehen wir uns in einer besseren Welt wieder. Ja, der Geist des Alchemisten. In einer besseren Welt. Oh. Okay. Mark erschütternd. Welchen Geist hat er mir denn gegeben? Nee, Mana-Essenz? Ach, Moment mal. Elixier des Geistes. Ah, hatte ich ja auch schon von dem bösen Kalisto gehabt. Also nochmal und nochmal. Wunderbar. Dann gucken wir uns nochmal das Logbuch unter Erledigt an. Erfüllte Missionen. Das unheimliche Haus. Der Geist des Alchemisten ist nun erlöst. Auch der Fluch, der über diesem Haus gelegen hat, ist jetzt erloschen. Das ist doch klasse. Wunderbar. Yep. Dann haben wir das auch erledigt. Weiß ich nur nicht, wie ich jetzt hier... Okay, wenn das Haus jetzt auch erlöst ist... Muss ich jetzt mal gucken, wer hat mir denn eigentlich den Auftrag gegeben? Ich dachte, was steht denn da? Vielleicht kann man jetzt endlich raus hier aus dem Haus. Lässt sich nichts machen. Nee, es ist immer noch verbuddelt, verbarrikadiert. Okay, dann werde ich mich wohl oder übel nach draußen teleportieren. Ja, reicht das? Das reicht. Ich bin dran. Ja, ich weiß. Mann. Da ist man jetzt echt total fokussiert auf den Geist des Weines. Quatsch. auf diese Sache und dann hat man trotzdem noch immer so eine blöde Geschichte angezogen gehabt. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Habt ihr euch beruhigt? Oh, ihr habt euch beruhigt, das ist gut. Ja, jetzt muss ich mal überlegen und speichern. Es ist ja so, dass mich ja der Wirt wahrscheinlich hier. Der hat mir ja im Logbuch mich ja darauf hingewiesen, dass das Haus für possessed ist. Nein, es gibt nur ein Handeln. Okay, den kann man nichts mehr sagen. Ja, dann gucke ich auf die Zeit. Wir haben ja noch... Ja, nee, das ist knapp. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bedanke mich auch für die Einträge. Gebt wieder einen Kommentar und einen Daumen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, macht's gut.